Jetzt richtest du dir erstmal die Strümpfe. So, Helmut, hoch auf die Bank. Rechtes Bein, rechtes Pedal. Linkes Bein, linkes Pedal. Rücken gerade. Und diesmal Kopf hoch und Augen geradeaus. Ja? Augen geradeaus. Und eins, zwei, drei und los. Geradeaus. Nicht auf den Boden gucken. Geradeaus, habe ich gesagt. Was sagen wir da? Was sagen wir? Da lache ich über. Au. Komm. Aufstehen und weiter. Was ist das Wichtigste im Leben? Für mich ist das Wichtigste, sich Aufgaben zu stellen, Aufgaben zu begreifen und danach zu streben, die verstandenen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Gedächtnis fängt an, sehr löcherig zu werden. Am besten erinnere ich anhand von Bildern die uralten Zeit. Geht mir aber auch so. Wie? Geht mir aber auch so. Es ist kein Trost. Worum geht es? Um eine Unterschrift. Für die Schule? Mhm. Eintritt in die Hitlerjugend. Wie oft habe ich dir gesagt, dass ich das unter keinen Umständen erlaube? Oft genug, aber nie mit Begründung. Vater, bitte, warum? Raus. Warum darf ich nicht? Bitte. Raus! Wem sind Sie ähnlicher? Dem Vater oder der Mutter? Das weiß ich nicht. Im Charakter sicherlich dem Vater. Er hatte sich raufgearbeitet und hat es bis zum Studienrat und bis zum Schulleiter einer Gewerbeschule gebracht. War ein sehr fleißiger, strebsamer Mann. Aber er war abweisend, kühl, Schmusereien hat es nicht gegeben zwischen ihm und seinen beiden Söhnen.
Aber offenbar ist der Hang zu arbeiten und voranzukommen für mich ein nicht unwichtiger Teil des Erbes gewesen. Hat er Ihren Aufstieg zum Bundeskanzler noch bewusst miterlebt? Kaum. Er hat einmal Loki gefragt, was ist das, was der Helmut da ist, geworden ist? Sowas wie Bismarck? Warum? Mutter, warum? Warum darf ich nicht? Alle Jungs in meiner Klasse sind schon in der Hitlerjugend. Du bist aber nicht wie alle. Ja, und warum? Oh, warum, warum, warum? Mann, ich hab jetzt nicht mal meine Antwort! Vorsicht, junger Mann, ja? Mama, bitte erklär's mir doch. Bitte. Setz dich. Das, was ich dir jetzt sage, es bleibt unter uns. Verstanden? Ja. Der Vater deines Vaters ist nicht Opa Schmidt. Die Oma Schmidt ist auch nicht seine Mutter. Dein Vater wurde adoptiert. Adoptiert? Weshalb? Weil seine leibliche Mutter sehr jung war. Und sein leiblicher Vater keine Verantwortung für ihn übernehmen wollte. Ja, aber was hat das jetzt mit der Hitlerjugend zu tun? Der leibliche Vater deines Vaters ist Jude. Wir sind Juden? Dein Großvater ist Jude. Trotzdem darf Vati nicht einfach unterschreiben, dass du deutscher Abstammung bist. Wenn das irgendjemand erfährt, dann verliert dein Vater seine Stelle. Verstehst du das? Wovor hatten Sie selbst als Kind Angst? Ich kann mich an keine Kinderangst erinnern. An keine Märchenfigur? Nein. An keinen dunklen Keller? Nein. An keinen Zornesausbruch Ihres Vaters? Bisweilen hatte ich Angst vor meinem Vater, vor den Prügeln, die ich kriegte. Hat er Ihnen von seinem leiblichen Vater berichtet? Nein. Er hat Ihnen niemals erzählt, dass er der uneheliche Sohn eines Juden war, der ihn dann verleugnet hat? Nicht verleugnet. Die haben Briefe gewechselt, ganz wenige Briefe. Davon hat er mir erzählt im Jahre 1942. Da habe ich zum ersten Mal überhaupt mit meinem Vater über seinen Vater geredet. Hatte er während der Nazizeit Angst, dass das rauskommen würde, dass er... Die Angst hat den Mann zerstört. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Englandreise 32. Hier vorne sitzt Helmut Pless. Und ich habe einen bunten Schlips offenbar. Und vor mir sitzt Hilde Adams. Das war mein Schwarm damals.
Sie hatten einen Schwarm neben Loki? Ja. Loki war eine Freundschaft. Offenbar fand ich sie sympathisch, sonst wäre sie nicht zum Kindergeburtstag eingeladen worden. Ihrem Kindergeburtstag? Ja. Wir waren damals 10 Jahre alt. Was hat Ihnen gefallen an ihr? Das kann ich nicht sagen. Das ist heute mehr als 80 Jahre zurück. Wann haben Sie denn gemerkt, dass mehr draus wurde? Eigentlich sehr spät. Eigentlich erst im Laufe des Krieges. Die Freundschaft hatte die ganze Zeit angedauert. Wir sind zusammen ins Kino gegangen, aber es blieb bei der reinen Freundschaft. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich muss sie mit 15 Jahren schon mal geküsst haben. Das fällt mir jetzt ein. Sie haben mal gesagt, die Wochen im Sommer 41 seien die bis dahin glücklichsten in Ihrem Leben gewesen. Ja, das war so. Das war so. Es war kein langer Sommer, es waren vielleicht 3-4 Tage. Und ich weiß, dass ich uns als verheiratet ausgegeben habe, damit wir zusammen in irgendeiner Pension wohnen konnten. Ja. Unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht. Klug von deinem Aurel. Sogar sehr klug. Was ist? Nichts. Ich habe auch nicht gefragt, ob was ist, sondern was. Bist du aber Hellseherin? Nein, bei Hellmutseherin. Na, sag schon. Ein Einberufungsbescheid ist gekommen. In ein paar Tagen geht es nach Russland. Nichts ist schlimmer für mich, als hier am Schreibtisch zu sitzen und sich die Kameraden an der Front durch den Schlamm wühlen. Damit du was bammeln hast. Richtig. Ich muss damit. Dabei sagst du immer, dass wir den Krieg verlieren. Und am Ende alle in Erdlöchern und Baracken hausen. Es ist meine Pflicht. Und wenn ich wiederkomme, dann heiraten wir. Ist das jetzt ein Antrag? Ja. Für mich war das Wichtigste Loki. Das habe ich gewusst, als ich nach Russland musste. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man heil und gesund aus dem Krieg wieder nach Hause kam, die war nicht größer als einige 40% oder so. Vergiss deinen Aurel nicht. Bist du schon los? Mein Zug geht nach deinem. Ich warte noch mit dir hier. Dann sollten wir das noch ausnutzen. Schreibt dein Aurel auch was über leere Versprechen?
Nichts begegnet einem, was er von Natur aus nicht zu ertragen vermag. Ich sehe mal nach der Wirtin. War damals Batteriechef. Und die Sanitäter, ich hatte zwei Sanitäter in der Batterie, trauten sich an den Jungen nicht ran. Und ich musste infolgedessen selber ran. Habe ich auch gemacht, habe ihn verbunden. Das war das Schlimmste, was ich erlebt habe. Wir haben ihn dann noch bis zum Hauptverbandsplatz gebracht. Vielleicht einen Kilometer hinter der Front. Und ich habe später gehört, dass er dann dort auf dem Hauptverbandsplatz gestorben ist, am selben Tag, am selben Abend. Warum hatten Sie sich freiwillig für den Einsatz an der Ostfront gemeldet? Das Motiv, mich zu melden, war, dass ich nicht als Feigling durch die Gegend laufen wollte. Ne, alle jungen Soldaten hatten inzwischen das Eiserne Kreuz, so ein Bändchen im Knopfloch, und ich hatte das nicht. Mhm. Das war das ganze Motiv. Von Täter und Opfer hatten wir keine Vorstellung damals. War man denn als Feigling angesehen, wenn man in der Schreibstube saß? Weiß ich nicht. Nehme ich aber an, sonst wäre ich ja nicht so verrückt gewesen, mich zu melden. Räumersalbe, sowas benutzt mein Opa. Jetzt sag nicht, du weißt nicht, wer ich bin. Fischerhude? Kato? Kato! Wie geht's Olga? Ja, wie soll's dir gehen in diesen Zeiten? Und du? Schick? Luftfahrtministerium. Mhm. Das Januar war ich an der Front. Aber meine Haltung hat sich nicht geändert. Komm doch heute Abend zu meinem Onkel. Wir treffen uns mit ein paar Freunden und Gleichgesinnten. Heute? Bismarckstraße 5. Kannst du deine Frau mitbringen?
Sie ist aber gar nicht in Berlin. Bis heute Abend. Ich glaube, meine Verbindung mit den Eltern war damals nicht sonderlich eng. Abgesehen von Luki war der seelische Stützpunkt für mich damals Fischerhude, nicht meine Eltern. Das Haus war insofern von Bedeutung, als man dort immer andere Maler, andere Künstler traf, auch Musiker. Das heißt, das war mitten in der Nazizeit eine Oase, in der man ausländische Freunde traf und ähnlich gesonnene inländische Freunde. Und es war ein Haus frei von Nazis. Helmut, Kato hat mich eingeladen. Das ist hier aber kein Kostümball. Bitte? Das war ja wohl ein Scherz. Ich glaube, du ziehst dir besser was anderes an. Leutnant, heute ganz leger. Ja, der Sommer kommt bald. Genauso wie der Endsieg. Wir sprechen gerade darüber, ob man in der Wehrmacht auch gegen Hitler sein kann. Was sagt der Offizier? Man kann durchaus. Die meisten meiner Kameraden haben mit den Nationalsozialisten nicht viel gemein. So, so. Sie sind zuallererst Soldaten. Aber wie kann man das eine vom anderen trennen? Man kämpft schließlich für Hitler. Hitler ist weit weg da draußen an der Front. Außerdem wäre ich mir wie ein Feigling vorgekommen. Also ich finde, dass jeder ein Feigling ist, der nicht gegen Hitler kämpft. Genau. Jeder. Weichheit und Klugheit liegen oft nah beieinander. Es gibt Kämpfe, die kann man nicht gewinnen. Zum Beispiel diesen Krieg. Gib mal. Hitler wird untergehen, genauso wie Napoleon untergegangen ist. Erst die Verweigerung von Gehorsam und Pflichterfüllung bringt die Errettung vor dem Untergang. Sowas verteilt ihr? Kato, das ist gefährlich. Die Wahrheit ist immer gefährlich. Die Frage ist nur, ob man den Mut hat, sie auszusprechen. Und? Bist du mutig, Helmut? Kato war sehr liberal. Sie war eine halbe Holländerin. Eindeutig Anti-Nazi, so wie ich auch damals schon eindeutig Anti-Nazi war. Aber sie sagte das auch eben. Man kann das ganz anders ausdrücken. Man kann sagen, sie war ungeheuer mutig. Das kann man auch sagen. Sie war leichtfertig. Tochter. Kann ich kurz reinkommen? Nicht in Uniform. Bitte, es ist wichtig. Wir müssen reden.
Sie ist nicht da. Bitte. Kato begibt sich in große Gefahr. Herr Bunch ist am Weg, bitte. Bitte. Herr Bunches, bitte. Es ist wichtig. Ich bin nicht meiner Erinnerung nicht ganz sicher. Entweder habe ich später gehört, die Gestapo habe sie vereinnahmt, oder ich habe von dem Todesurteil gehört, das wahrscheinlich 43 ausgesprochen und vollstreckt worden ist. Wie verändert die Erfahrung des Todes einen Menschen, Herr Schmidt? Wenn es sich um nahestehende Menschen gehandelt hat, Menschen, von denen man wusste, von denen man eine Vorstellung hatte, dann macht der Tod eines solchen Menschen einem selbst die Endlichkeit des eigenen Lebens bewusst. Das ist so. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie auch, Sie selbst haben getötet während des Krieges. Das ist wahr. Haben Sie die Menschen, die Sie getötet haben, auch gesehen? Nein. Das heißt, Sie haben Flugzeuge abgeschossen? Flugzeuge abgeschossen, Dörfer in Brand geschossen. Man hat den Feind selber kaum gesehen. Man hat ihn nur geahnt. Dörfer in Brand geschossen hat, wusste man dann, dass auch Frauen und Kinder sterben würden? Das war einem nicht bewusst. Weil man nicht daran denken wollte, um es leichter machen zu können? Im Kriege ist in vielen Situationen das eigene Denken ausgeschaltet. Deutschen für ein von den Nazis verführtes Volk? Ja, habe ich damals gedacht. Und heute? Auch. Sie glauben, das ist nur das Werk einer kleinen Elite? Das habe ich nicht gesagt. Aber verführt von den Nazis, das würde ich unterschreiben. Jede Volksmasse ist verführbar. Je größer die Masse, desto größer die Chance für den Verführer. Das habe ich aber damals alles nicht durchschaut. Was ich durchschaut habe, war,
dass Deutschland einen unsinnigen Krieg angefangen hatte. Stay where you are. Come on, get up. Up, slowly. Come on, no tricks. Put your hands behind your neck. That's it. Come on, off that way. Nice and slowly. Don't try anything. Das kleine selbstgebaute Schachspiel, das Sie mal während Ihrer Gefangenschaft, glaube ich, gebastelt haben. Das ist da noch. Mit Tee gefärbt. Die schwarzen Felder sind nicht schwarz, sondern bräunlich mit Tee. Was? In der Hand. Meine Ration, Brot. Ach, das ist Ihre Brotration, ne? Was? Das sind 150 Gramm, 150 Gramm! Das wollen wir mal sehen. Geben Sie ja sofort her! Mein Gott. So jemand hat eine Kompanie befehligt. In der Front wäre sowas nicht passiert. Not fördert Solidarität. Und hier ist die Not nicht groß genug? Hitler hat unser Gefühl für Solidarität missbraucht. Wir werden lange brauchen, zu ihr zurückzufinden. Was sehen Sie? Viel schwerer. Ja, sofort her. Können Sie mit Ihrem Quatsch bitte nach draußen gehen? Ach ja. Stören wir den Herrn Professor und seinen Lehrling? Nach dem Zusammenbruch redet sich so leicht gegen Hitler, was? Vaterlandsverräter. Reden Sie mit Ihrem Vorgesetzten! Vorgesetzten? Die Zeiten sind vorbei. Danke, Hauptmann Siebert, für die zweite Chance. Ohne sie hätte ich die Partie sicher verloren. Und was den Vaterlandsverräter anbelangt? Oberstleutnant Bodenkamp und ich haben unsere Pflicht im Krieg genauso erfüllt wie Sie. Nur, dass wir erkannt haben, dass er ein Fehler war. Fehler? Wir wurden angegriffen. Und deswegen führt man einen Angriffskrieg gegen die ganze Welt. Deswegen vernichtet man das ganze Volk. Wenn jemand unser Land verraten hat, dann Hitler und seine braunen Kumpanen. Ihr Talent für Rhetorik ist beeindruckend. Dann wollen wir mal schauen, ob mein Talent ausreicht, Ihnen ein Remis abzutrotzen. Haben Sie noch Zigaretten? Herr Schmidt, Sie rauchen zu viel. War dieser Hans Bohnenkamp, der 33 in die SA eingetreten war? Das wusste ich nicht. War dieser Mann für Sie integer? Das kann ich nicht beurteilen. Er war für mich ein Leittier. Er muss vor 33 ein religiöser Sozialist gewesen sein. Ich habe ihn erlebt als einen offenbar hochbegabten Pädagogen. Der wusste, mit uns jungen Leuten richtig umzugehen. Der hat mich übrigens zum Sozialdemokraten gemacht.
hatte mein Berufsziel aufgeben müssen, weil ich nach dem Kriege, inzwischen 26 Jahre alt, eigentlich hätte nach München oder nach Wien gehen müssen, um auf den Städtebau und auf den Architekten loszugehen. Aber ich war inzwischen ein mittelloser, junger Mann ohne Beruf. Ich war verheiratet. 1947 kam unser Kind zur Welt. Das war das zweite Kind, das erste ist gestorben. Die Trennung von meiner Frau und noch mal jahrelang in einer anderen Stadt, das kam gar nicht mehr in Frage. Und ich habe dann Ökonomie genommen als Studium, weil es zeitlich gesehen das Billigste war. Also am schnellsten ging? Weil es am schnellsten ging. Wovon haben Sie Ihren Lebensunterhalt bestritten oder waren Sie ganz abhängig von Lokis Lehrerinnengehalt? Das Letztere stimmt, aber abhängig war ich nicht. Jedenfalls habe ich mich nicht so empfunden. Ich habe mein bisschen beigetragen zum Haushalt, dadurch, dass ich einen Steuerberater gemimt habe. Ich habe die Steuererklärung gemacht, die Einkommensteuererklärung, für Einzelhändler und für Tankstellenpächter und solche Leute. Seit Jahren schon geht Stante P. mit allen Preisen in die Höhe. War das der Weisheit letzter Schluss? Zum Glück kommt jetzt Freund Pfiffikus. Seht her, ihr Leute, sein Kehrauspesen hilft gegen hohes Preisunwesen. Er will, dass auch der kleine Mann sich wieder alles leisten kann. Die SPD schafft dies Vertrauen. Ein jeder kann drum auf sie bauen. Und jetzt zur Wahl seid alle schlauer, nur SPD und Ollenhauer. Die seit 1949 eingetretene zerstörerische Konkurrenz zwischen Binnenschifffahrt, Eisenbahn und Straßenverkehr bedarf dringend der Ordnung. Gerade für Hamburg mit seinen von den alten Hinterlandverbindungen, verdammt! Schnitt aus! Kann mir mal einer den Text aufschreiben, bitte? Schnitt, wir kriegen das hin. Papi! Was macht ihr denn hier? Wir wollten sehen, wie du spielst. Ich spiele nicht, Susanne, ich arbeite. Und was arbeitest du? Papa dreht einen Werbefilm für den Wahlkampf. Hm? Und wie lange dauert das? Ja, lange, wenn ihr mich weiter ablenkt. Hm? Dürfte ich vielleicht ein Wahlkampffoto mit der Familie? Halt! Und nun, freundlich? Danke. Schau mal, Susanne. Magst du dir denn nicht ein Stück Kuchen holen? Na, mach mal. Was können Susanne und ich dafür, dass du überfordert bist? Ich bin nicht überfordert. Darf ich kurz? Hast du mal eben Feuer? Bist du doch Architekt geworden. Als ob ich dann mehr Zeit gehabt hätte. Du hättest wenigstens was verdient. So, wir können weiter. Ja, einen Moment noch. Ich will es versuchen. 4 Jahre Bundestag, dann ist Schluss, ja? Na, dann streng dich mal ein. In Ordnung, ich bin bereit. Susanne. Komm. Bitte ab, Leute. Wiedersehen. Tschüss, Papa. Adenauer wählen heißt Atombomben für die Bundeswehr wählen. Adenauer wählen heißt, den Weg der Einmannherrschaft fortzusetzen. Stattdessen brauchen wir endlich eine Regierungsmannschaft. Ein Kabinett, in dem einer auf den anderen hört. Eine Regierung des kühlen, abwägenden, gesunden Menschenverstandes. Was macht glücklicher im Leben? Erfolg im Beruf oder der Halt in einer Familie? Ich habe Schwierigkeiten mit dem Wort Glück. Glück ist ein Gefühl, das eher von relativ kurzer Dauer ist. Man kann es durch Zufriedenheit ersetzen. Zufriedenheit kann durchaus von langer Dauer sein.
Und was macht zufriedener, der Erfolg im Beruf oder der Halt in der Familie? In beiden Fällen die Erfüllung der erkannten Pflichten. Ist Geltungsdrang als Motor für das Streben nach höheren Aufgaben verzeihlich? Fast jeder Mensch ist eitel, aber übertriebener Geltungsdrang führt vielfältig auch zu Fehlern und zu Übertreibung jedenfalls. Sie kokettieren gelegentlich mit Ihrem eigenen Geltungsdrang. Ist das etwas, was Ihnen gar nicht fremd ist? Mir ist der eigene Geltungsdrang durchaus bewusst. Man kann im Alter von 95 Jahren seinen Charakter nicht mehr ändern. Ich hatte im Bundestag mich sehr engagiert für Verkehrsfragen und für Fragen, die mit dem Aufbau der Bundeswehr zu tun hatten. Und ich erinnere, im Jahre 1961, im Herbst, gab es eine Diskussion auf dem Landesparteitag und ich habe den Delegierten erzählt, Sie brauchen einen Innenminister. Sie können nicht im Ernst sich vorstellen, dass aus Versehen ein Flugzeug abstürzt und es fällt mitten auf den Rathausmarkt. Und dann laufen alle Senatoren und alle Beamte wie Hühner durcheinander. Und die älteren Senatoren haben gedacht, der Kerl hat leider recht, aber er hat uns geärgert. Er soll selber die Suppe ausfressen. Dann haben die mich zum Polizeisenator gemacht, aber mit dem Auftrag, die Innenbehörde zusammenzubauen aus allen möglichen Teilen. Und tatsächlich kam dann der liebe Gott zu Hilfe und ließ zwar kein Flugzeug auf den Rathausmarkt fallen, aber er ließ eine Sturmflut Hamburg überschwemmen. Schon, ihr werdet ertrunken. Beinahe von umgestürzten Bäumen erschlagen. Ach. Besuch? Die Arnolds! Ist das eine Überraschung? Hat euch der Ulbricht denn nicht rausgelassen? Dank deiner Hilfe, Mensch. Ach, die paar Stempel. Und? Ist alles gut gegangen? Ja, ein paar grimmige Grenzer, aber wir hatten ja leichtes Gepäck. Hoffentlich haben die Pakete, die wir euch geschickt haben, keine Mühe bereitet. Ach was, wir leben doch selber noch aus Kisten. Ja. Hauptsache, euer Haus fliegt heute Nacht nicht weg. Ja, keine Sau, das ist stabil gebaut. Und wenn die Lage wirklich bedrohlich wäre, dann würde ich als Senator das ja wohl als Erster erfahren, was? Ja, Schmidt. Was? Und wieso erfahre ich das nicht direkt von meiner Dienststelle? Ja, in 20 Minuten bin ich am Karl-Muck-Platz. Thank you.
Was zum Teufel ist hier los? Herr Senator, wir haben die Lage im Griff. Ich sehe hier nur einen aufgescheuchten Hühnerhaufen. Die Deiche brechen und der Senator wird nicht informiert? Wir dachten, Sie sind in Berlin. Ach, in Berlin gibt's keine Telefone, oder was? Doch, natürlich gibt's in Berlin Telefone. Aber... Meine Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Meine Herren, bitte! Da Bürgermeister Nevermann bedauerlicherweise nicht da ist, übernehme ich das Kommando. Ich erwarte in 10 Minuten einen vollständigen Lagebericht und danach einen Helikopter, um mir selber einen Überblick zu verschaffen. Entschuldigung, aber es herrscht Flugverbot. Aber gibt's jetzt nicht mehr. Ab jetzt wird gehandelt. Braucht die Welt Helden? Ich würde an die Stelle des Wortes Helden das Wort Vorbilder setzen. Das war meine nächste Frage. Braucht die Welt wenigstens Vorbilder? Die Menschen brauchen Vorbilder. Ganz normale Menschen brauchen auch Vorbilder. Viele Menschen finden ihr Vorbild in dem eigenen Vater oder jedenfalls einen Teil ihres Lebens. Ist der eigene Vater ein Vorbild? Auf welchem Gebiet, Herr Schmidt, könnten Sie am ehesten Vorbild sein? Das sollen andere Leute beantworten. Sie wissen aber, dass Sie es für viele sind. Ja, das weiß ich nicht und ich will es auch nicht wissen. Als wer oder was möchten Sie in Erinnerung bleiben? Als jemand, der seine eigenen Aufgaben erkannt und sie so dann erfüllt hat. Ist Ihnen das gelungen? Es ist mir eine ganze Menge gelungen, einiges ist misslungen. Herr Dr. Nevermann, wie werten Sie Helmut Schmidts Aufstellung zur Wahl für den Landesvorsitz der Hamburger SPD? Es ist ein ganz normaler Vorgang, wenn in einer demokratischen Partei 2 Bewerber um einen Posten kandidieren. Ist es für Sie nicht im Grunde eine persönliche... Herr Dr. Nevermann, vielen Dank. Herr Schmidt, eine Frage vorab. Trauen Sie sich den Landesvorsitz der Hamburger SPD zu? Sonst würde ich heute wohl kaum kandidieren. Aber schaffen Sie das? Unter der Woche Bundestagsabgeordneter in Bonn und am Wochenende Landesvorsitz in Hamburg. Seit wann macht ihr euch Sorgen um ein Wochenende? Nicht nur wir. Auch Ihr Vizeparteivorsitzender Herbert Wehner meldet öffentlich seine Zweifel an. Herbert Wehner und ich sind uns in einer Sache einig. Wenn ihr Journalisten uns nicht mit nebensächlichen Fragen traktiert, haben wir auch Zeit für die wichtigen Dinge. Und mit welchen Empfindungen gehen Sie nun in die Kampfabstimmung gegen Ihren ehemaligen Bürgermeister und Mentor Paul Nevermann? Politik hat mit Vernunft zu tun und nicht mit Empfindungen. Aber immerhin haben Sie Paul Nevermann viel zu verdanken. Wissen Sie, Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Schläge sind nicht auszuschließen. Aber ich halte mich an die Regeln. Guten Tag. Guten Tag. Hast du dich loseisen können? Alles Wegelager, diese Journalisten. Sie nehmen nicht jeden so in Beschlag. Weißt du, im Grunde ist es gleich, wer von uns beiden die Abstimmung gewinnt. Wir können beide den Laden gut schmeißen. Mit einem Unterschied. Du hast noch sehr viele Chancen vor dir. Und ich nur diese eine. Thank you.
Herr Dr. Nevermann, was sagen Sie zu diesem doch recht eindeutigen Wahlergebnis? Danke. Für mich ist es eine große Ehre, zugleich aber auch große Verpflichtung, dass mich die Landespartei in Mehrheit zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat. Ja, vielen Dank. Auch ich persönlich möchte Ihnen natürlich gratulieren zu diesem Ergebnis. Es gibt Schlachten, in die man nicht ziehen sollte. Es tut mir leid, du hättest alle Stimmen verdient. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Helmut. Dass ich kandidierte, war eine zwangsläufige Folge meiner Stellung innerhalb der Hamburger Sozialdemokratie. Aber dass wir gegeneinander kandidiert haben, habe ich nachträglich als einen Fehler empfunden. Auch als überflüssig und vielleicht sogar unanständig. Das weiß ich nicht. Mein Mentor ist er nicht gewesen. Ich hatte keinen Mentor hier in Hamburg. Morgen. Tag. Beim Chef sitzen Sie ja ganz schön zu. Ah, Guillaume, jeden Tag dasselbe. So, ich weiß nicht, wie lange Brandt das durchhält. Was gibt's denn? Ich soll das Schmidt bringen. Wo finde ich ihn? Schmidt, der ist da drin, zusammen mit Brandt und Wehner. Die wollten längst fertig sein. Keine Ahnung, was da los ist. Ob ich stören kann? Puh, versuch's, wenn's wichtig ist. Für mich nicht akzeptabel. Versteht ihr mich? Nicht akzeptabel. Helmut, du verkennst den Ernst meiner Lage. Es kann doch nicht sein, dass der Staatssicherheitsdienst der DDR Einfluss darauf hat, wer bei uns Bundeskanzler wird oder bleibt. Helmut, es geht hier nicht um Guillaume. Selbst wenn auf diesem Wege das ein oder andere Techtelmechtel von Willian Zages nicht kommt, wegen solcher Lappalie kann ein Bundeskanzler sein Amt nicht aufgeben. Niemals. Helmut, es tut mir leid. Entschuldigung, Chef. Hier, das soll ich Ihnen noch bringen. Hat sich erübrigt, aber Sie können mich gleich mitnehmen. Wo bleiben Sie denn? Ich hab nicht lauschen wollen. So wütend kenne ich Sie gar nicht. Kann ja richtig Angst vor Ihnen bekommen. Glauben Sie, wenn hier irgendjemand Angst hat, dann bin ich das. Brandt tritt zurück. Nächste Woche fahren Sie im Bundeskanzler. Schmidt, ich darf Sie fragen, nehmen Sie die Wahl an? Frau Präsidentin, ich nehme die Wahl an. Danke sehr. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Die Entscheidung im Falle Lorenz, es muss ausgetauscht werden, die hatte eine gewisse Legitimität für sich. Aber ich habe am Montag drauf beschlossen, nie wieder nachzugeben. Und der nächste Fall kam dann ziemlich schnell. Das war die Besetzung der deutschen Botschaft in Stockholm. Und als der Olof Palme, der war damals Ministerpräsident in
Stockholm mich anrief, um zu fragen, wann tauscht er aus? Und er war ganz enttäuscht und entsetzt, als ich gesagt habe, es wird nicht ausgetauscht. Du musst das tun, was nach den Gesetzen deines Landes notwendig ist. Stockholm? Ja. Du hast richtig entschieden. Die Geiseln in der Botschaft durften nicht ausgetauscht werden. Zwei Beamte haben es mit dem Leben bezahlt. Aber du bist für 60 Millionen Bürger verantwortlich. Der Staat darf sich nicht erpressen lassen. Wenn ich entführt werden sollte, möchte ich nicht ausgetauscht werden. Glaubst du, das haben die vor? Das wäre nur richtig. Strategisch gesehen, wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie den König matt setzen und der bin nun mal ich. Ebenso gut können Sie mich entführen. Der Damenfang ist im Schach ein äußerst seltenes Manöver. Das ist kein Spiel, Helmut. Das ist unser Leben. Ich werde alles tun, um es zu beschützen. Das weiß ich, aber darum geht es nicht. Als du im Krieg warst, da wusste ich auch nicht, ob du zurückkommst oder nicht. Aber es war nicht meine Entscheidung. Wenn sie dich jetzt entführen, müsste ich sagen, ob sie dich töten sollen oder nicht. Das kann ich nicht. Das will ich nicht. Deshalb sage ich ja, ich will nicht ausgetauscht werden. Das will ich auch nicht. Aber das Schlimmste ist doch, dass man in eine Situation gebracht wird, in der man zum Richter über den anderen wird. Dann lass es uns jetzt entscheiden. Wir können unseren Wunsch notariell hinterlegen lassen, dass wir im Falle einer Entführung nicht ausgetauscht werden wollen. Das würdest du tun? Wenn wir es gegenseitig erklären, ja. Es war ein schwieriger Entschluss, aber ich würde es heute wieder tun. Weil in Ihren Augen die Staatsräson wichtiger ist? Hat mit Staatsräson nichts zu tun, hat was zu tun mit der Vernunft. Die Vernunft sagte uns, wenn man austauscht, ermutigt man die Terroristen, abermals Geiseln zu nehmen und abermals Geiseln zu nehmen. Das heißt, man hilft den Terroristen. Deswegen der Beschluss, nicht ausgetauscht zu werden. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung in Bonn hat in Kontakten mit den Entführern der Lufthansa-Maschine weitere Zeit für Verhandlungen gewonnen. Gespräche mit den Terroristen, die das Flugzeug zur Landung in Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia, gezwungen haben, sollen in diesen Minuten beginnen. Dem Vernehmen nach hat Staatsminister Wischnewski vom Bundeskanzleramt, der sich an Ort und Stelle aufhält, bereits direkte Verbindung mit den Luftpiraten gehabt. Sie ließen im Laufe des Nachmittags zwei von ihnen selbst gesetzte Ultimaten verstreichen, ohne ihre Drohung wahrzumachen, das Flugzeug mit 86 Geiseln an Bord zu bringen. Ja. Bitte. Ja, wir haben das hier so besprochen. Ihr könnt das Flugzeug stürmen.
Kommen Sie noch mal bitte. Können Sie das bitte für mich abtippen? Mir im Anschluss bringen. Ja. Wir können Feierabend machen, es dauert heute länger. Ich bleibe. Wir sind damals allesamt, einschließlich Helmut Kohl und Franz Josef Strauß, große Risiken eingegangen. Und ebenso war es risikoreich, eine 707 besetzt mit Polizeibeamten nach Somalia zu schicken. In ein Land, das undemokratisch regiert wurde, diktatorisch regiert wurde. Es war nicht nur das Risiko für diese Beamten, die da drin saßen, Polizisten, sondern es war auch das Risiko von beinahe 90 Passagieren, die in dem entführten Flugzeug gesessen waren. Das konnte genauso gut in die Luft gejagt werden. Und wir hätten hinterher da gestanden mit 120 Toten. Sie hatten ja selbst dazu aufgefordert, auch das Undenkbare zu denken. Ja, habe ich. Deswegen habe ich auch keine Staatsaffäre draus gemacht, als jemand den Vorschlag machte, wir haben doch auch Geiseln, wir können doch auch einen nach dem anderen erledigen. Das war Franz Josef Strauß. Das will ich nicht bestätigen. Herr Schmidt, wie schnell ist Kiesner noch parat? Nicht verstanden? Wie viele Tote habt ihr? Keine Toten. Nicht mehr? Nein. Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden.
Wir haben natürlich wochenlang die damalige RAF versucht, irre zu führen. Das ist uns zum Teil gelungen. Weil Sie immer noch vorgetäuscht haben, es könnte einen Austausch geben. Ja, und wir haben gleichzeitig gesucht und gesucht und gesucht. Jedenfalls haben wir ihn nicht gefunden. Und es war ein risikoreiches Spiel, denn Sie drohten damit, ihn umzubringen. Die Familie hat derweil alles versucht, den geliebten Vater und Ehemann frei zu bekommen. Das war auch alles in Ordnung. Und ich habe das alles für durchaus verständlich und nachvollziehbar gefunden, was die Familie versucht hat. Einschließlich des Versuchs, mit sehr viel Geld die Sache zu erledigen. Ich glaube, es waren 15 Millionen Dollar, die da... Es war sie nicht mehr. Die Witwe, Waltrude Schleyer, die 2008 gestorben ist, hat noch kurz vor ihrem Tod erklärt, ich habe mich nie damit abgefunden, dass der Staat meinen Mann geopfert hat. Können Sie das verstehen? Ich habe es verstanden und habe nichts dazu zu sagen. Warum? Weil hier das persönliche, familiäre Empfinden gegen die Staatsräson steht? Ich habe nichts dazu zu sagen. Was Frau Schleyer empfunden hat, ist nachvollziehbar. Man kann, wenn man sich an ihre Stelle versetzt, ist das alles in Ordnung, was sie gesagt und getan hat. Umso bedeutsamer ist, dass nach ihrem Tode ihr Sohn versucht hat, eine Brücke zu bauen. Und Ihnen auf sein Betreiben 2013 den Hans-Martin-Schleyer-Preis verliehen hat in Stuttgart. Ja, hat mich sehr bewegt. Hat mich sehr bewegt. Er ist seiner Mutter nicht gefolgt. Sie haben dort gesagt, ich bin mitschuldig am Tod von Hans-Martin Schleyer. Das war von vornherein klar. Da lebte er noch. Wir wären auch mitschuldig gewesen an dem Tod von beinahe 90 Menschen in der entführten Maschine und von 30 Menschen in der NKSG 9. Es ist genau wie im Kriege. Sie müssen das Lebensrisiko oder Todesrisiko ihrer Soldaten, die in ihren Befehlen folgen, in Kauf nehmen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir alles, was wir getan haben, im Falle Schleyer richtig war. Unvermeidlich richtig. Es gibt im Laufe des Lebens Stationen, in denen sie zwischen zwei im Grunde unerträglichen Übeln zu wählen haben. Welche Erfahrung in Ihrem Leben würden Sie am liebsten rückgängig machen? Man kann überhaupt nichts rückgängig machen. Wären Sie gerne noch mal jung? Ich habe nicht verstanden. Wären Sie gerne noch mal jung? Man kann nichts rückgängig machen, habe ich gesagt. Und man kann auch vergangenes Glück nicht wiederbeleben. Aber ich möchte jetzt hinzufügen, früher habe ich das Glück vor allem in der Musik gefunden. Es war eine große Katastrophe für mich, die liegt jetzt anderthalb Jahrzehnte zurück, dass ich weder Bach hören konnte, noch Verdi, dass ich überhaupt keine Musik mehr hören konnte und dass die Musik in meinen Ohren ankam wie ein technisches Geräusch. Hören Sie denn gar keine Musik mehr? Nee.
Aber wenn Sie Klavier spielen, hören Sie dann nicht, was Sie selbst spielen? Ich weiß, wie es für Sie klingt. Aber was ich selber höre, ist Krach. Hm. Aber Sie spielen immer noch? Ja, 2-3 Mal in der Woche. Ein bisschen. Meistens fantasiere ich vor mich hin. Allein oder vor anderen Menschen? Allein. Vielleicht ein anderer Mensch. Alle Menschen, die ein besseres Leben wünschen, sollen aufstehen. Ja, jetzt hier nochmal so. Okay, das geht noch besser. Nochmal. Herr Botschafter, die Zustimmung der Niederlande zur Stationierung ist von erheblicher Bedeutung. Deutschland darf in Westeuropa nicht isoliert handeln. Die Proteste. Wissen Sie, ich habe gerade eine Bypass-Operation überstanden, überstehe ich auch das. Ja, und selbst wenn es sich um eine Mehrheitsmeinung handelt, bei anschwellender öffentlichen Emotion werde ich das persönliche Risiko auf mich nehmen und mich unter Umständen erschießen lassen. Ich werde diese Stationierung durchsetzen, auch unter erheblichem persönlichen Risiko. Und sei es das eigene Leben. Ja, das können Sie Ihrem Ministerpräsidenten mitteilen. Das müssen Sie nicht machen. Glauben Sie wirklich, dass hier einer von denen erschießen will? Wir können jetzt Feierabend machen. Sie bleiben? Nein. Ich fahre über das Wochenende nach Hamburg. Denkst du dran, dass du das Wasser abstellst, bevor du nach Bonn fährst? Ja. Soll Otti dich bringen? Nein. Nimm ein Taxi. Gut, kann die Reise auch noch absagen. Nee, fahr du mal ruhig in deinen Regenwald. Sorgen mache ich mir aber schon. Was für Sorgen? Dass du abgewählt wirst? Die FDP wird es nicht wagen, mit Helmut Kohl zusammen einen Misstrauensantrag gegen mich zu stellen. Ich muss mir schon eher Sorgen machen, dass dich eine Anaconda verschlingt. Jetzt fahr schon los. Und denk dran. Ja, ich drehe das Wasser ab. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie, die Sie zu so ungewohnt früher Stunde vor dem Fernseher sitzen, um eine der wichtigsten Entscheidungen live mitzuerleben, die der Bundestag in den nunmehr 33 Jahren seiner Geschichte zu fällen hatte. Es geht um das Ende einer Ära und um den Beginn einer neuen, von der noch niemand weiß, wie sie aussieht und wie lange sie dauern wird. Ich finde, dass beide dies nicht verdient haben. Helmut Schmidt ohne Wählervotum gestürzt zu werden und Sie, Helmut Kohl, ohne Wählervotum zur Kanzlerschaft zu gelangen. Was ich hier gehört habe an Appellen, an Ressentiments, an Emotionen, kann ich teilweise nur verstehen als einen Anschlag auf unsere Verfassung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die freie Meinungsäußerung eines Abgeordneten oder einer Abgeordneten, die ankündigen, nach ihrem Gewissen zu reden und zu handeln, bezeichnet wird als ein Anschlag auf unsere Verfassung. Ich habe nur die Absicht, 3 Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Wahl.
Mir hat im Leben eigentlich immer die Gelassenheit geholfen. Und ich glaube nicht an die Götter, ich glaube nicht an den Gott, ich glaube nicht ans Nirvana. Ich glaube an die Ratio. Und ich glaube an das Gewissen des einzelnen Menschen. Aber der Mensch an sich ist zugleich gut und böse. Und das wird er wahrscheinlich auch bleiben. Als wir diese Wiese gekauft haben, war sie eine Brache, ohne jeden Baum. Und es liefen Kühe in da herum. Und wir haben damals beschlossen, und meine Frau im Wesentlichen hat den Beschluss gefasst, wir probieren mal aus, was passiert, wenn wir gar nicht eingreifen. Wir haben weder gedüngt, noch haben wir gewässert, noch haben wir einen Baum gepflanzt. Wir haben das Land sich selbst überlassen. Wir haben nur ein Schild am Anfang gemacht und am Ende, wo wir bitten, die Leute, die da durchgehen, die sollen keine Flaschen wegwerfen und nicht Papier wegwerfen. Und daraus ist ein Urwald entstanden im Laufe von 30 Jahren. Nein, das war für mich ein hochinteressantes Experiment. Sieh mal, eine Wegwarte, Sicorium intibus. Die war letztes Jahr noch nicht hier. Wusstest du, dass die auch mit Chicorée und Endivie verwandt ist? Aha. Ingholm gibt öffentlich zu, dass er beim Barschel-Untersuchungsausschuss nicht die volle Wahrheit gesagt hat. Und jetzt? Tritt er zurück. Als Ministerpräsident und als Kanzlerkandidat. Ich verstehe jetzt auch, was die Anrufe heute Morgen sollten. Wer hat angerufen? Auch Genossen. Sie sagen alle das Gleiche. Adenauer ist mit 73 zum ersten Mal Kanzler geworden. Und er hatte nicht so gute Umfragewerte wie Schmidt letzte Woche. Und was meint Schmidt? Ich kannte mal einen jungen Politiker. Der meinte vor seiner ersten Wahl nur 4 Jahre. Da hat der junge Mann sich wohl getäuscht. Was für ein Machtkampf. Wie, wo? Da unten. Die kleinen Triebe, die Birken, Eichen, Kastanien. Die kämpfen alle um Licht und Nahrung. Die Großen aber. Die haben den Kleinkrieg längst hinter sich gelassen. Die können in Ruhe den Wind genießen. Bis irgendein Holzwurm sie von innen ausnagt. Bis dahin hast du ja noch Zeit. Dokumentarfilm über ihre Frau Loki hat sie gesagt, was bleibt von uns? Atome und Moleküle. Ja. Wie verstehen Sie das?
Das habe ich so verstanden, wie sie es gemeint hat, und ich teile ihre Meinung. Nämlich die Vorstellung ist, ob einer beerdigt wird oder er wird verbrannt und im Krematorium. Was nachbleibt, sind Moleküle, und aus denen entsteht neues Leben. Zum Beispiel in Gestalt von Unkräutern auf der Wiese oder von Bäumen oder von Tieren. Nichts geht wirklich verloren. Das finde ich eine sehr tröstliche, übrigens bei ihr darwinistische Vorstellung. Sprechen Sie noch mit Loki? Sprechen ist falsch. Denn sie kann ja gar nicht antworten und antwortet auch nicht. Aber ich rufe sie manchmal im Halbschlaf. Oder wenn ich morgens aufwache. Und dann kommt mir zu Bewusstsein, sie ist nicht mehr da. Immerhin waren wir 68 Jahre miteinander verheiratet. Ziemlich ungewöhnlich. Ihr habt das in der Zeit gar nicht so gemerkt, dass es mir schlecht ging. Ich war zunächst nicht sonderlich brauchbar. Das hat ein knappes Jahr gedauert. Da hat Ruth Lohr eine ganz große Leistung vollbracht. Die hat mich eigentlich wieder zu einem normalen Menschen gemacht. Hat Frau Lohr Sie wieder ins Leben zurückgeführt? Ja. Indem sie sich von morgens bis abends um mich gekümmert hat. Für Sie das Wichtigste im Leben? Dass ich mir keine Vorwürfe zu machen brauche wegen eines unanständigen Verhaltens. Wobei das Wort unanständig ein freundliches, relativ harmloses Wort ist.
Aber die Zigarette schmeckte immer noch.